Willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es erstmal. Patrick, jetzt bist du auch noch da? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Mayonnaise ist kein verdammtes Instrument. Das hatten wir jetzt schon tausendmal. Digga, Patrick, ganz ehrlich, geh weg. Hopp. Und zwar habe ich heute ein neues Video für euch. Und zwar ein neues EAFC-Video. Und zwar habe ich dem YouTuber, dem Influencer, der Twitch-Streamer, wie auch immer, der Berliner Zock gefragt, ob er mir drei Vereine in FIFA nennen kann. Also EAFC. Harre, er wusste nicht, um was es geht. Und ich habe mir gedacht, ich lasse mir drei Vereine von ihm nennen und baue daraus eine Liga mit Zufallsvereinen noch und ein paar normalen Vereinen in der Liga und schau, was passiert. Das ist mal die erste Folge davon. So, dann zeige ich euch gleich, welche Vereine er genommen hat und fangen wir mal an mit. Ja, servus. Also ich würde einmal, weil du mich ja vorgeschlagen hast, dir ein paar Vereine zu nennen, die aber nicht hochklassig spielen, würde ich dir einmal Ingolstadt vorschlagen. Die waren ja mal erste Bundesliga und seitdem nur noch der Abstieg in die dritte Liga und sind seitdem einfach nicht mehr das, was sie mal waren. Also, der Berliner Zock, ich muss mich erstmal bei dir bedanken, dass du meine Einladung angenommen hast und gerne im Video dabei sein möchtest. Und als nächstes muss ich sagen, er ist echt ein Profi am Werk, der weiß, der hat Fachwissen. Also, schaut gerne auch bei ihm vorbei auf Instagram, TikTok und YouTube und überall, wo er zu Hause ist. Und sein zweiter Verein ist der Palermo nehmen. Sie war US. Palermo, ein italienischer Zweitligist, der schon öfters oben spielt. Und sein dritter Verein ist der Paris FC. Pariser FC. Der kleine Bruder von Paris Saint-Germain, also wie bei 60 und FC Bayern München. Und mit den ausgewählten Vereinen habe ich jetzt eine Liga erstellt, die seht ihr jetzt gleich. Sagen, starten wir gleich die Saison. Das ist unsere Fußballliga. Nicht wundern, es ist die österreichische Bundesliga, weil es von den Mannschaften her besser passte. Aber eine wichtige Frage habe ich. Wer schafft es, Meister zu werden und sich gleichzeitig international zu qualifizieren? Schaffen es die Vereine, sich durchzusetzen international? Schaffen sie viele internationale Titel oder schaffen sie überhaupt einen Titel? Und hiermit legen wir gleich los, rein ins Game. So, in der ersten Saisonhälfte belegen welche Mannschaften welchen Platz? Und natürlich, UST Palermo ist derweil Erster mit 38 Punkten. Wer ist Letzter? AC, aber kann man die ausspricht. Vorletztes Hartberg. Also, das ist das Ergebnis. Ich würde sagen, wir simulieren gleich weiter bis in die Ende der Saison. So, wir sind jetzt am Ende der Saison angekommen und gucken mal, welcher Verein wo liegt. Jetzt erstmal scrollen, bis ich überhaupt mal meine Liga finde, weil die österreichische Liga genau komplett unten ist. Das nächste Mal vielleicht anders machen, mal überlegen, muss gucken. Und jetzt, hau raus, was, wer ist wo? US Palermo sichert sich den ersten Platz, Leeds den zweiten und Leeds United den dritten. Wer ist Letzter? Der TSV Hartberg. Also, da wünsche ich für nächste Saison den drei Ersten, die die ersten Saison spielen dürfen. Viel Erfolg, viel Glück für die Liga und mal schauen, wie es wird. Springt gleich in die nächste Saison rein. So, wie ihr schon seht, wird schon im Hintergrund simuliert, also bis in der nächsten Saison sehen wir uns gleich in der Winterpause wieder.
so die Saison ist um und in der polnischen Liga sind wir Achter. Und ich will einfach mal Spaß reingucken, in welcher Platz wir dort sind. Also es hat nichts mit dem Video zu tun, weil ich jetzt nur Spaß und Skag. Jetzt gehen wir mal in unsere Liga mal gucken, wer dort jetzt die Tabelle anführt. Let's go! Und zwar Leeds United. Die waren auch letztes Jahr noch nicht die erste. US Palmeiro ist ausschaut nicht mehr erst. Das sind Fünfter und Hartberg und die anderen, der AC irgendwas, kämpfen wieder um einen Aufstieg. Also mal gucken, wer dann eigentlich ganz erste wird und international spielt. Das werden wir auch später gucken, wer international wo gekommen ist. In der polnischen Liga wurden wir Zehnter. Mal gucken, was die anderen Vereine in unserer Special League gemacht haben. Und zwar... Let's go! Und zwar, Leeds United wurde Erster, CA Ustinov wurde Zweiter, Fenerbahce Budapest wurde Dritter. Wer wurde Letzter? AC Ajko. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Keine Ahnung. Mal schauen. Jetzt müssen wir noch gucken, wer hat sich international bewährt und wer nicht. Und zwar die Conference League gewann Atalanta Bergamo. Grüße gehen raus an Dimi, unseren Bergamo-Fan. Die Europa League gewann der FC Chelsea. Und auch in der Europa League ist unser Leeds United ausgeschieden. Und die Champions League gewinnt natürlich Real Madrid. A la Madrid königlicher. So Leute, das war's jetzt auch schon langsam mit dem Video. Ich wollte mich nochmal beim Berliner Zock bedanken, damit er mitgemacht hat. Ich würde mich auch über ein Abo, ein Like und einen Kommentar freuen. Ja. Und der einzige Club, was so richtig geschafft hat bei ihm, war unser US Palmeiro. Palmeiro. Oh, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, diesen Mister. Ich wollte dir nochmal bedanken. Danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne neue Vorschläge für neue Vereine und neue Ideen in die Kommentare und sagen bis dann. Alter.